wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind gerade in Aufbruchstimmung. Vor ungefähr 2-3 Tagen haben wir ein nettes Gespräch gehabt, dass wir gerne nochmal vor der Geburt mal irgendwie uns noch ein paar Tage ausnehmen, beziehungsweise nicht unbedingt ausnehmen, sondern einfach so einen kleinen Raumwechsel, Ortwechsel zu haben. Ja. Und haben uns unterhalten, ob wir nicht vielleicht nach Paris oder nach Holland fahren können. Bevor ich mich da jetzt irgendwie großartig entscheiden konnte, stand die Bianca heute Morgen vor mir und meinte, wie gefällt dir dieses Hotel hier? Und ich so, schön. Ich so, schön, ich hab's gebucht. Also für mich gerade sehr überraschend, jetzt nicht mega überraschend. Aber dafür habe ich auch alles gepackt und ja, alles gemacht. Aber ich hätte dir auch geholfen, wenn du was gesagt hättest. Soll ich ganz kurz zeigen, was angekommen ist, weil das ist doch aus deinem Video, ach ja, oder? Stimmt. Es kam ein pinker Bademantel an. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Video den wir haben. Doch, wo ich mir eine stimmt, oder zwei Minuten... Stimmt, da hatte die Bianca 2 Minuten Zeit, sich auf Amazon alles zu bestellen, was sie möchte. Und es ist ein pinker Bademantel unter anderem dabei rausgekommen und sonst ist noch nichts angekommen. Alles klar. Er besteht darauf, wirklich alles zu tragen. Jetzt müssen wir noch kurz den Müll wegbringen. Kann ich dir irgendwas abnehmen? Das sieht so schlimm aus. Noch 6,4 Kilometer. Jetzt wundert ihr euch, warum die Bianca fährt. Ich bin 250 Kilometer gefahren und die letzten 50 Kilometer fährt sie. Wie viele Kilometer müssen wir noch? Noch 6. 6? Dann sind wir da? Yes. Krass. Sind wir im Hotel? Nein, noch nicht. Ah! Jetzt hat's geklappt. Jetzt ne? hat's funktioniert. Das sieht aber schön aus hier. Ist das hier ein Spiegel? Nein, du kannst so durchlaufen. Mega cool. Wir können ja sogar ein separates Wohnzimmer. Boah, ich hoffe, wir haben keine Federbettwäsche. Ja, kann man aber sonst ändern. Fettklos legt sich aufs Bett. Boah, ich weiß noch gar nicht, wer mir im letzten Video gewonnen hat mit Kommentaren und also, und Likes. Wenn ich das mal kurz sagen darf, im Moment steht's für Daumen hoch. Sieht's für im Daumen Moment, hoch, aber ich werde meine Leute bestimmt gleich auch nochmal animieren, ein paar Kommentare zu schreiben. Ist das so? Aua. Scheiße. So, wir haben gerade Essen bekommen. Und Bianca, zeig mal dein kleines Brötchen. Dein kleines Sandwich. Ich werde die auf jeden Fall ordentlich in den Mund bekommen. Guten Morgen, ihr Lieben. Der neue Tag hat begonnen und es regnet nicht. Es ist sogar richtig gutes Wetter angesagt. Erst heute Nachmittag soll es anfangen zu regnen. Wir haben gestern bis 5 Uhr nachts noch Serien geguckt. Wir sind sowas von durch. Boah, das Wetter ist echt so geil gerade. Ja, also ich ziehe den Pulli so als Kleid an. Wisst ihr? Das ist kuschelig. Hast du da zufälligerweise hingekotet an die Scheibe? Ja, was hast denn du da Schönes? Marshmallows für übers Feuer mit langen Stäben. Geil, wie oft ich schon nachts in den Wald gegangen bin, um Stöcke abzubrechen. Jetzt haben wir welche. Scheiße, sehen die lecker aus. Voll gut. Wir waren bis jetzt gerade in der Stadt, meine Lieben. Heute Abend kommt meine Cousine aus Belgien hierher. Dann gehen wir zusammen essen. Richtig cool. Wir wollten euch zeigen, was wir gekauft haben. Ne, Julian? Einmal haben wir hier... Ist das nicht sweet? Voll süß, oder? Dann haben wir den kleinen Buddy hier gekauft. Da steht Mist da drauf. Das fanden wir irgendwie voll süß. Habt ihr Bibi Snaps gesehen, zufällig? In Bibis Insta-Story? Scheiße. Genau neben dem saß so eine fette Spinne. Ja, das stimmt. Das hier wollte die Bianca unbedingt haben. Ja, okay? Also entschuldige mal, wenn das nicht das Süßeste... Guck mal, einfach... Das ist voll kuschelig. Ich fand das hier mit den Handschuhen auch so süß. So ein kleines Bärchen. Dann habe ich mir Socken ausgesucht. Dann hat die Bianca sich Socken geholt. Ich finde, das ist mit Abstand der allersüßeste. Okay. Weg hier alles! Dieser Strampel halt mit so Pandas da drauf. Dazu so eine süße Hose in Türkis. Dann haben wir in so einem anderen Automaten einen Einhorn-Luftballon zum Aufblasen. Dann hat die Bianca sich ein Kleid gekauft, was ich unfassbar hässlich finde. Kannst dem Einhorn doch keinen Stab in den Arsch schieben. Oh, ein scheiß Vogel hat unsere Fensterscheibe angekackt. Guck mal, ein fettes Einhorn. Jetzt kannst du damit spielen. Ey! Wir haben jetzt mittlerweile den letzten Tag hier. Ich habe echt irgendwie relativ wenig hier gefilmt, weil wir einfach irgendwie abgeschaltet haben. Gestern Abend war noch Bibis Cousine zu Besuch. Übrigens haben wir hier voll das cute Instagram-Bild gemacht. Zieht es euch unbedingt mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Alles wirklich süß. Da haben wir uns auch hier diese Konstruktion für gebaut. Als Stativ. Ey, wusstest du das? Was? Wenn du dich nicht entscheiden kannst, ne? Zum Beispiel sagt man ja, wirf eine Münze, ne?
bei Kopf das, bei Zahl das, ja, ne? Siri, wirf eine Münze. Diesmal liegt Kopf oben. Boah, wie geil ist das denn? Fett, oder? Es ist einfach so schön hier. Der ganze Himmel ist heute blau und die Sonne scheint und wir sitzen in so einem Café direkt am Strand und haben gerade was gefrühstückt. Naja, auf jeden Fall haben wir gerade eine kleine Möwenattacke hinter uns. Der Julian hat so einen Salat gegessen, da waren so halt ein paar Scheiben Beilagenbrot dabei und auf einmal, wir haben uns irgendwie unterhalten oder keine Ahnung, was wir gemacht haben, auf einmal kommt eine Möwe im Sturzflug auf den Tisch geflogen und das hat einfach... Ich habe mich so erschrocken, dass ich sogar laut aufgeschrien habe. Die hat einfach das komplette Brot mit Messer und Serviette geklaut. Das Messer ist da hinten irgendwo runtergefallen. Boah, ich habe mich so erschrocken und das ganze Restaurant hat es natürlich mitbekommen. Jeder hat gelacht, das war so peinlich. Guck mal hier mit den Palmen, direkt am Strand und die Sonne scheint. Zack. Alles klar bei dir? Ja, und bei dir? Alles gut. Sehr schön. Oh. Scheiße, unsere Schuhe. Ja, quasi. Ja. Ich habe meine Fingernägel fresh gemacht. Guck mal, ich habe den Julian in den Supermarkt geschickt, weil ich... Erzähl das einfach nicht. Doch, also ich brauche Magnesium-Tabletten. Und dann kommt er wieder und kauft Tabletten und dachte, damit kann man sich eine Mundspülung oder keine Ahnung was machen. Aber leider sind das Tabletten für die dritten Zähne. Ja, ganz ehrlich. Zeig doch mal. Hier steht drauf Zahnweiß. Dann dachte ich mir so, geil, weiße Zähne. Aber ich habe doch auch dein Magnesiumzeug. Ja, hast du auch. Was geht hier hinten ab? Die Klappe ist zu. Der Sportler frisst Spinat. Die Klappe ist zu. Mr. Popeye. Streber. Also, ihr seht nix. Ich sehe schon, morgen hat er wieder Muskelkater. Sehr geil. Okay, der geht. Ja! Boah! Wo steht der mit uns hier nach hinten in der Dusche? Was machst du, Juli? Ja, ich hoffe, das Handy ist wasserdicht. Ach, machst du Bilou-Aufnahmen? Ja, für die Bilou-Sorten. Geil. Ey, das will ich auf Instagram posten. Okay, oder willst du das posten? Nee. Denn ab heute sind diese Sorten hier wieder für kurze Zeit erhältlich. Einmal Slushy Apple, Coco Cocktail. Da hinten versteckt sich Plummy Kisses, Cherry Blossom, Lovely Peach, Pink Melon, Tasty Donut und Cherry Kisses. Jetzt ist die Kamera anders geworden. Die gibt es nämlich jetzt für kurze Zeit. Offiziell ab heute, ne? Also ab dem Datum. Warum habe ich ein Handtuch in der Hand? Sind die wieder erhältlich. Vermutlich für 2 Wochen. Ich werde jetzt mit euch zusammen die Melone probieren. Toll, du isst Melone und ich fress Pizza zum Frühstück. So, was gibt's noch? Kokosnuss, abgelaufen gestern. Perfekt. Ja, aber ist ja mindestens haltbar, ne? So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Drogeriemarkt, weil wir in Biancas Video heute. Licht ist übrigens überall aus, weil es so unfassbar heiß hier ist. Achtung, Lichtschock. Oh! Wir fahren jetzt in den Drogeriemarkt, weil die Bibi jetzt oder wir gleich die Kliniktasche. Die Tasche fürs Krankenhaus packen. Das heißt, wir packen gleich die Sachen für den Kleinen zusammen. Auf jeden Fall freue ich mich riesig auf Bibis Video. Schaltet unbedingt ein. Erster Link in der Infobox. Guckt euch das an und dann seht ihr, was der Kleine als erstes anzieht, was der alles braucht. Wir haben eine Box bestellt für im Büro, weil wir hier ein paar Kissen haben für die Gartenmöbel und die wollten wir gerne ordnungsgemäß verstauen. Okay, wir brauchen so ein kleines Ding von da unten. Okay, ich handle jetzt nach deiner Anweisung. Ja. Gut. Fertig. Also, was heißt fertig? Das Ding muss jetzt noch drangeschraubt werden. So, wir haben die Box jetzt fertig. Die Kissen haben tatsächlich reingepasst, aber gerade so. Den Deckel hier müssen wir noch dran schrauben und dann haben wir es geschafft. Yeah! Ich würde jetzt auf jeden Fall mal sagen, das ist der Vlog jetzt über die längsten Tage. Ich habe das Video vor 4 Tagen begonnen, ne? Krass. Ich weiß, es ist jetzt nicht so was übertrieben Krasses passiert, aber für uns war es halt einfach total wichtig, so ein bisschen mal abzuschalten und die 2 Tage in Holland haben uns wirklich gut getan. Man weiß ja nicht, was kommt, man weiß ja nicht, was passiert und darum hier stehen die ganzen Sachen. Ich will es gar nicht zeigen. Ich habe es eben schon angesprochen, denn wir haben die Tasche fürs Krankenhaus gepackt. Hier steht sie.
Und da ist auch noch ein Koffer. Ich glaube, man soll ab der 31. Woche oder so, soll man langsam mal sich ein bisschen was zusammenlegen. Die Bibi ist jetzt in der 32. Woche. Es kann halt echt sein, dass das Kind, wenn es jetzt irgendwie, du bist 3 Wochen zu früh, ich bin 2 Wochen zu früh gekommen, ne? Mhm. Wenn das Kind jetzt auch 3 Wochen zu früh kommt, kommt schon in 5 Wochen ungefähr, ne? Zum Beispiel unter einem meiner letzten Instagram-Bilder habe ich 2, 3 Kommentare gefunden, dass Leute geschrieben haben, sie sind in der 26. Woche gekommen oder so, oder 27. Schreibt mir mal in die Kommentare, in welcher Woche seid ihr geboren? Wenn ihr es nicht wisst, dann fragt mal eure Eltern oder so. Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht kriegen wir, aber nicht lügen, vielleicht kriegen wir einen neuen Highscore hier. Okay Leute, ich beende hier das Video. Guckt unbedingt jetzt den ersten Link in der Informationsbox. Bibis Video, die schneidet da gerade fleißig das Video. Ja, was alles mitkommt. Das ist alles sehr aufregend für uns, glaubt mir. Richtig, richtig aufregend. Und das ist übrigens das Kuscheltier von unserem Kleinen. Das müssen wir ihm gleich wieder anmachen. So eine Spieluhr kriegt er jeden Tag zu hören, damit er hoffentlich bald ein ruhiger Kerl ist und hier nicht so viel rumschreit. Was natürlich auch in Ordnung ist. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis jetzt gleich. Habt eine wunderbare Zeit und bis dann. Tschüss!